So, ich will jetzt tatsächlich Mana Mune Ash spielen. Wo ist denn das gute Item? Da ist es. Ich nehme auch sehr viel Crystal Chance Second Item. Auch wenn wir da nicht so viel Schaden machen auf der Lane. Aber ich will es ausprobieren. So, wir fangen natürlich mit der W an. Wir spielen gegen so einen harten Engage. Also viel werden wir nicht überleben hier. Mit Ash. Die sind hier drinnen. Ja, tatsächlich. So. Warte, die hat. Oh, der hat das Schild genommen. Ein Hit braucht darauf, dann kann ich ihn Last hitten, ja. Nein, wieso hat es mir nicht geholfen mit dem Minion? Okay, ich muss ja mal muten. Nervt mich jetzt schon. Mit den Emotes. Oh, ich mache halt keinen Schaden, ne? Das ist halt. Das ist halt Ashe. Ich glaube, darum ist sie auch einfach ein bisschen besser als Supporter. Und die wurde gerade genervt. Kommt auch noch dazu. Okay, Yasufa ist dead hier. Meine, wenn sie engagen, sind wir halt tot. Vor allem, wenn jetzt der Polymorph draußen ist. Wir machen halt auch extrem wenig Schaden mit dem Mana Crystal Early Level. Eigentlich können wir den eher hier freezen. Also ich werde den Last Hit für Lulu geben. Gibt halt mehr Gold mit ihrem Item. Gut. Das Gute ist, dass sie echt nicht aggressiv spielen, die Gegner hier. Großer Vorteil. Das mal kurz. Ich hätte vielleicht auch mit Dings spielen können, mit Sprinten. Ich glaube, das scaled ein bisschen besser als Exhaust. So, wir brauchen noch 700 Gold. Okay, beide Base, dann können wir hier hart reinpushen. Nice. Oh, dann können wir basen. Ich leider ein bisschen laufen fürs Basing hier. So, haben eingekauft mit der Träne. Ich weiß nicht, ob der sieht den Olaf halt nicht, ne? Der ist halt. Der sieht den Olaf halt nicht, der Gute. Geh doch zur Pflanze. Arrow haben sie nicht gebraucht. So. Schauen, ob Galio hier hinkommt. Ansonsten nehmen wir ein bisschen Plating Gold mit. Und dann können wir theoretisch Mana Mune kaufen, je nach den zwei Creeps, die wir haben. So. Aber die Base, Mana Mune. Und das Schwert nehmen wir auch noch mit. Teemo toppt das Ludens Echo Teemo. Schauen, sind hier irgendwo? Ich gucke die ganze Zeit auf der Map, ob ich irgendwo jemanden hitten kann.
Bon. Let's go. Gib ihm. Oh, ich habe ihn extra für euch gestunt. Too bad. Good job. Ich mache wirklich absolut gar keinen Damage. Das ist okay. Ich flashe raus wegen Galio Ultimate. Gib dem aber jetzt Ultimate auf den Kopf. Exhaust dich, damit er den nicht töten kann. Na gut. Ich kann nicht ihm noch helfen gehen. Ja. Komm ich ran, dass mir der Blue Buff mir den Weg versperrt. Too bad. Der Blue Buff hat mir leider den Weg versperrt. Ich kann da meine W nicht werfen. Ich glaube, ansonsten hätte ich den bekommen. Wir sind ein bisschen Gold behind, aber das ist in Ordnung. Der hat mehr Kills bekommen. Dafür haben wir den Drake, wir haben den Blue Buff jetzt. Die hat auf jeden Fall wieder Ultimate, die Leona. Ich hoffe, die kommen wieder hoch. Jetzt wieder zu mir, die Lulu. Die drauf. Nice. Oh, die hat was gebracht. Double Kill sogar. So, was kaufen wir next? Ich glaube, Stormraiser ist okay, ne? Auch wenn wir natürlich mit Mana Mune nicht unbedingt besten Voraussetzungen haben, jetzt noch auf Crit zu gehen. Denke ich, das ist trotzdem eine okay Idee. Wir können ja Crit gehen anstatt Mortal Reminder. Können wir auf 100% Crit kommen, wenn wir Lord Dominix bauen, theoretisch. Hallo Honigschwänge, wie geht's? Hätte ich meine Ulti. Auto, tag ihn! Flash, Auto! Oh, hätte ich meine Ulti getroffen. Hätte ich meine Dings getroffen, wäre der gestorben, ne? Aber ich komme mit der W leider so schwer ran, weil Leona mich blockt. Das heißt, wir können sie auf jeden Fall fighten. Die beiden. So, wir brauchen 25 Gold, dann haben wir auch unser Stormraiser hier. Okay, der ist leider dead. 10 Sekunden habe ich wieder Ultimate. Wir hätten die fighten können, obwohl wir so hart low im Gold sind, ne? Hätten wir das eigentlich gewonnen. Ist noch schlecht. So. Ja. Das kann er in Mitte deffen. Ich würde gerne mal einen Pfeil hinwerfen. Weil ich habe gar keinen Honeyfruit mit. Okay. Ich überlege auch, ob ich vielleicht auf Dings gehen soll. Nein, ich dachte, das reicht von dem Geldchen. Geh wieder Bottom. Wave aus pushen. Ich meine, der sieht ja, dass alle Mitte waren da ja so, ne? Der sollte ja nicht fallen. Ich glaube, so schlau sollte er sein. Und einfach wieder Botlane Farm hier. Suchen das in Tower zu drücken. So, einmal checken, wo Lucian ist. Lucian ist nicht da. Nehmen wir die nächste Wave auf jeden Fall auch noch mit. Da ist er. Okay, meine W macht schon gut Damage auf dem. Mal schaut. Ich bin halt alleine, ne? Okay, die gehen Midlane. Da sind sie. Hm.
Hier kann auf jeden Fall kein Hort von denen drin sein. Wir haben einen Pink Ward hier. So, Botlane wieder pushen. Gut, bei Teemo. Ich kann leider hier nichts machen, ne? Mal reingucken, aber so langsam mache ich Chip Damage und dann geht der Turm auch down. Okay, einmal in der Mitte durch, sehr gut. Klassiker. Okay, Dragon ist ab, können wir den machen? Sind wir da schnell genug jetzt? Anscheinend nicht. Ich meine, ich habe 5 Sekunden auf Ultimate. Ich push Botlane rein. Guter Winkel, das ist ein Botlane-Turm. Was? Ich mache jetzt einfach auch solo den Drake. Ich kenne da nichts. Dauert zwar 10 Stunden, aber. Schaffe ich den überhaupt oder sterbe ich? Ich musste leider meinen Flash usen, damit ich hier nicht den Drake resette. Puh. Ah, ich konnte ihn machen, aber ich musste flashen, damit ich nicht sterbe. Also ich habe Turm bekommen. Ah, der ist fast tot, ne? Ich habe Turm bekommen, ich habe Drake bekommen. Ich habe sehr viel Farm bekommen. Meine Flash war schon High IQ. Weil wäre ich gelaufen, wäre der in der Zeit resettet, glaube ich. Okay, wir brauchen 60 Gold für Infinity Edge. Warten wir, oder? Nehmen wir mit. Los, Pfeil! Bin gleich da. Der Timo wird reingeflasht. Ja. Wir sind ein bisschen low in Gold, weil wir so viel gefarmt haben und nicht immer bei den Teamfights waren. Next Tower. Tower Damage ist schon nicht ohne. So, die kriegen beide den Slow drauf. Mein Schaden ist not bad. Also. Der will mit den Herald stellen. Ich habe keinen Flash, müssen wir schon aufpassen. Leute. Okay, den Tower lasse ich fallen, auf jeden Fall. Ist aber in Ordnung, weil ich habe in der Zeit den anderen hier bekommen. Irgendwas engagen? Nee. Ich werde mal weiter farmen. Da ist ja Lucian. Ich glaube, Schuhe wären mal ganz gut, ne? Ich glaube, Schuhe wären mal eine ganz gute Idee. Ich weiß ja nicht, ob die followen, wenn ich hier engage mit meiner Ultimate.
Ich glaube, ich sollte Ultimate einfach auch einfach mal rauffeuern, wisst ihr? Um die in die Base zu forcen. Macht er relativ gut Damage. So, ich gehe jetzt mal Base. Lauf in den Pilz, bitte. Nice. Ward haben wir deleted. Game ist irgendwie so langsam, habe ich das Gefühl. So, darf ich jetzt einmal basen, bitte? Ist auf jeden Fall ein RFC-Game, definitiv. Sind die verrückt? Don't flip it, please. Please don't flip it. Do not flip it, please. Leona hat einfach Guardian Angel, dude. Einfach resetten. Die waren halt verrückt. Ich war halt nicht mal in der Range, ne, darum. Rennt, Leute. Oh, jetzt versuchen die Baron zu machen, ziemlich sicher. Nee. Boah, 600 Gold für RFC. So ein Basen, vielleicht lässt er sich ja baiten. RFC gekauft, immer noch keine Schuhe übrigens. So, leider sind all Leute von uns auf die Top-Lane gerannt, um den Graves zu töten, anstatt beim Objective zu helfen. Also kann das hier schwierig werden, das zu bekommen. Na, wir farmen leider unseren Team und so nicht. Gutes Redemption, hat sie gerettet. Aber wir können ja einfach 3 gegen 5 fighten, aus irgendwelchen Gründen. Ich glaube, unser Warwick ist einfach so giga-tanky. Ich werde diese Runde so 0,0 Damage gedealt haben. Ich habe wahrscheinlich so 10% maximal Damage. Ich habe keinen Teamfight mit dabei. Der beste Champion zurzeit, boah, schwierig. Aatrox wahrscheinlich, ist am meisten gebannt. Weiter. Wollte gerade sagen, hätte er reingekonnt. So. Wahrscheinlich Aatrox. Ich warte nur auf den Baron, damit ich schneller recoin kann. Falls euch wundert. So, und jetzt wollen wir nämlich als letztes Lord Dominix haben, damit wir genug Crit haben, aber trotzdem Armor Pen. Dann haben wir trotzdem 100% Crit, aber trotzdem den Armor Pen dabei. Ich glaube, das ist ein ganz solides Bild mit Mana Mune. Das kann man machen. Beide geholdet, lol. So, wie sieht's aus? Ultimate auf Lucian hier, würde ich sagen. Okay, war nicht Lucian, aber ist auch okay. Warum tank ich denn? GG's. Oh, Leute.
Mein Hirn brennt. 4 Stunden Wildrift. Das ist zu viel für meinen Geist eigentlich. GG's. Ich habe halt null Damage gemacht wahrscheinlich. Lass mal sehen. Ah, doch, gar nicht so bad.